Gut, ja, der Vortrag ist Kernenergie des 21. Jahrhunderts, speziell zum Dual-Fluid-Reaktor. Und ich muss mal die Zeit nehmen, 18.03 Uhr, okay. Ich wurde auch angehalten, das möglichst kurz zu halten, also ich werde es versuchen. Gut, die Folien werden gesteuert hiermit, ja, so, das ist also rechts und links, hoffe ich. Ist das das richtige Gerät hier? Okay. Das ist der Laserpointer. Ich sehe nur einen Knopf zurück und vor. Ah ja, okay. Gut, ja, die Werbung muss ich natürlich machen. Entschuldigung, Herr Lüdecke, Horst Lüdecke hat auch schon Werbung gemacht für unser Buch. Ist jetzt schon ein paar Jahre alt. Es wird sicher auch bald eine Neuauflage geben, aber ich kann es noch nicht versprechen, wann. Und da sind viele Dinge auch beschrieben, die ich in dem Vortrag hier anreißen werde. Gut, Kernenergie im 21. Jahrhundert. Dazu muss man sich erstmal klar machen, was für eine Energiedichte überhaupt in den Kernen steckt. Und hier ist mal ein Vergleich, wie sich ein Kohlenwasserstoffmolekül verhält im Vergleich zum Urankern, wenn man es verbrennt. Beim Urankern heißt das natürlich Spaltung und beim Kohlenwasserstoffmolekül Oxidation. Es werden dann 2 Elektronenvolt freigesetzt. Sie müssen diese Einheit gar nicht verstehen. Wenn wir nur vergleichen, beim Urankern werden 200 Millionen Elektronenvolt freigesetzt. Also ein wirklich enormer Unterschied in der Energiefreisetzung. Um das mal zu visualisieren, es gibt so einen schönen Film, Pandora's Promise von 2013, da wurde das wunderbar visualisiert. Hier sehen Sie 16.000 Fass Erdöl und ganz vorne, nicht mehr zu erkennen, ist ein kleiner Würfel, 1 Kilogramm Uran. Das entspricht dem gleichen Energiegehalt, nur dass man so eine ungefähre Vorstellung hat, mit welchen Größenordnungen man es bei der Kernenergie zu tun hat und auch, dass klar wird, das ist eine Energiequelle, die sollte man unbedingt nutzen. Aber wie effizient ist denn die Nutzung heute? Und das kann man am besten beurteilen mit dem sogenannten Erntefaktor. Das ist jetzt die einzige Mathematik, die in diesem Vortrag kommt. Der Erntefaktor ist ein ganz einfaches Verhältnis. Es beschreibt die Energie, die ein Kraftwerk während seiner Lebensdauer produziert, die den Strom, den es produziert, geteilt durch die ganzen Energieaufwendungen, die man braucht, um das Kraftwerk herzustellen, inklusive der Brennstoffbeschaffung. Also diese berühmte ganzheitliche Betrachtung. Wenn man die komplett durchführt für Kraftwerke, dann kriegt man einen Eindruck, wie dieser Energiemultiplikator ist. Und das ist ein gutes Maß für die Effizienz. Und wir haben das 2013 in einer Studie durchgeführt. Und hier ist das Ergebnis. Und man sieht das, was man eigentlich im Laufe dieser Konferenz hier schon erahnt hat, dass Photovoltaik, Biomasse und Windenergie nicht besonders effektiv sind. Sie sind gerade mal über 1, also unter 1 wäre das schon wirklich kritisch, denn dann steckt man mehr Energie rein, als man rausbekommt. Und typisch für heutige Industrienationen ist ein Erntefaktor um die 30. Das sieht man auch an den typischen Energieformen Erdgas, Kohle und Wasser. Kernkraft kann deutlich mehr. Der Wert ist etwas veraltet. 75 ist eher so bei 100 heute, weil die Anreicherungsmethoden effektiver geworden sind. Aber das reicht eben nicht aus für die Wirtschaftlichkeit. Und vor allem, wenn man jetzt den Vergleich mal durchführt, ein Kohlekraftwerk gegenüber einem Druckwasserreaktor hat gerade mal den 2,5-fachen Erntefaktor, also die 2,5-fache Energieeffizienz, verglichen nochmal, was ich am Anfang gezeigt habe, der Energiegehalt, der also millionenfach größer ist, 100-millionenfach. Und da fragt man sich schon, wo geht diese ganze Energie verloren, warum kann man die nicht aus der Kernenergie rausholen? Und mit einem Grund liegt an den doch relativ ineffizient arbeitenden heutigen Kernkraftwerken, die aber trotzdem noch effizienter sind als andere Stromerzeugungsformen. Dazu muss ich so ein bisschen geschichtlich ausholen, wie das eigentlich damals abgelaufen ist. Es fing ja an mit der Entdeckung der Kernspaltung 1938 und der erste künstliche Kernreaktor wurde 1942 geschaffen. Dann gab es eine rasante Entwicklung in den 40er Jahren und praktisch alle Konzepte wurden in den frühen 40er Jahren erdacht. Bis hin zur Moderierung, Anreicherung und auch das Purex-Verfahren. Und auch der Umgang mit nuklearen Abfällen spielte da bereits eine Rolle und die Reaktortypen auch. Ja, dann kam das Ende des Zweiten Weltkriegs, es gab die erste Atombombe und kurz danach ging es weiter mit dem Nuclear Aircraft Propulsion Experiment und daraus gingen 2 interessante Reaktorkonzepte hervor, der natriumgekühlte Reaktor, der auch heute noch entwickelt wird, und der Flüssigsalzreaktor. Die Sowjetunion hat gleichzeitig, die USA haben noch Druckwasserreaktoren parallel entwickelt zum U-Boot-Antrieb
Und ja, wie es dann ab den 50er, 60er Jahren aussah, da wurden ja große Versprechen gemacht, aber eigentlich verfolgt wurde am Ende nur der Leichtwasserreaktor, meistens in Form des Druckwasserreaktors oder Siedewasserreaktors. Also das heißt, von dieser Vielfalt von Konzepten ist nicht viel übrig geblieben. Die Gründe dafür liegen natürlich so im militärischen Hintergrund, weil diese Sache einfach, Druckwasserreaktoren einfach praktisch zu verwenden waren. Für die zivile Nutzung nicht ganz so geeignet, denn die gehen sehr verschwenderisch um mit den Brennelementen, wenn man das hier mal anschaut. Wir nutzen im Prinzip nur 1% des geforderten Natururans. Der Rest ist dann nuklearer Abfall. Und vorgelagert ist ein sehr teurer externer Brennstoffkreislauf. Und die nicht verbrannten Brennelemente sind dann außerdem noch geologischer Abfall. Das heißt, die bescheren uns auch ein Abfallproblem. Und die Leistungsdichte ist eher niedrig. Und außerdem arbeiten die Druckwasserreaktoren auch noch mit einem hohen Innendruck. Also man denkt, es müsste eigentlich besser gehen. Um das nochmal weiter zu veranschaulichen, hier allein schon bei dem vorgelagerten Prozess der Anreicherung macht man aus 8 Tonnen Natururan 1 Tonne angereichertes Uran und 7 Tonnen abgereichertes Uran. Und das abgereicherte Uran liegt irgendwo auf Halde und kann nicht genutzt werden, obwohl es im Prinzip spaltbar ist, aber nicht in diesem Typ von Reaktoren. Entschuldigung, ich hoppe hier so ein bisschen schnell durch die Folien, das ist ja auch alles Vorgeschichte. Hier sieht man nochmal schön dargestellt, warum das Ganze so teuer ist. Also man hat eben durch die schlechte Urannutzung 40% der Aufwendung allein für den Uranabbau. Der Rest ist dann Konversion, Anreicherung, Herstellung, Brennelemente, Betrieb, Bau und Entsorgung und so weiter. Also alle diese Posten machen eine Menge aus und drücken den Erntefaktor eben auf diesen doch relativ niedrigen Wert. Hinzu kommt das, was nicht verbrannt wurde, nämlich das Plutonium und auch der Rest Uran-235, das ist dann auch der schlimmste Abfall. Also das ist das, was gerade nicht schnell genug zerfällt, dass es dann zwar stark strahlt, wie die Spaltprodukte, aber dann auch schnell weg ist, aber auch nicht langsam genug zerfällt, dass man sagen kann, es ist harmlos, wie zum Beispiel das Natururan oder das Uran-238, sondern es hat so eine mittlere Zerfallszeit, dass man das nun gerade so ein paar hunderttausend Jahre lagern muss, um wirklich unter die Strahlenschutzgrenzwerte zu fallen. Und wenn man dieses Zeug, das Plutonium und auch das Uran-235 komplett verbrennen könnte in einem Reaktor, dann wäre schon viel gewonnen. Da würde man zwei Probleme mit einmal bewältigen. Hier ist das nochmal eher wissenschaftlich dargestellt. Das ist hier eine doppelt logarithmische Skala. Rechts die Zeit, oben die Radiotoxizität. Und die verschiedenen Kurven visualisieren das ganz schön. Und man sieht eben, die Spaltprodukte sind tatsächlich sehr schnell weg. Nach 300 Jahren schneiden sie die Radiotoxizitätslinie von Natururan. Also das ist nicht das Problem. Das Problem sind die Minoren-Actiniden und das Plutonium. Ja, das ist nochmal eine Darstellung des Abfallbergs. Insgesamt ist es nicht besonders viel Abfall. Bezogen auf einen Bundesbürger oder einen Staatsbürger von einem typischen Industrieland ist das auch nicht viel. Das ist, wenn jemand sein ganzes Leben lang die Elektrizität direkt in seinem Haushalt, aber auch indirekt für alle Produkte, die er kauft, nur aus Kernenergie beziehen würde, dann hätte er am Ende seines Lebens einen persönlichen Abfall von 100 Gramm erzeugt. Hinzu kommt noch das ungenutzte Uran und 10 Kilogramm abgereichertes Uran. Aber das, was wirklich gelagert werden muss, das sind diese 100 Gramm. Und die werden eben dominiert von diesen 20 Gramm Plutonium. Ja, was gibt es jetzt für alternative Konzepte? Also, in den 50er Jahren, ich hatte es schon erwähnt, fing man an mit einem sehr interessanten Experiment. Oh, mir rutscht gerade hier der Kopfhörer runter. Und zwar in Idaho, National Lab, hatte man versucht, ein Triebwerk für Flugzeuge zu bauen. Das wurde auch gebaut, es liegt oben zu sehen. Und da liefen im Grunde zwei Konzepte in einem. Das wurde angetrieben mit flüssigem Salz, also das Uran war ein Uransalz und wurde sekundär gekühlt durch einen Natriumkreislauf, der die Wärme an die Triebwerke gegeben hat. Und damit wurde das dann angetrieben. Und daraus ging dann das Flüssigsalz-Reaktorexperiment, das in den 60er, 70er Jahren durchgeführt wurde, hervor. Am Oak Ridge National Lab. Und das ist hier gezeigt, dass der Brennstoff ist hier nur noch flüssig und zirkuliert.
Man kann ihn dann umschalten auf einen Reinigungskreislauf, wo der Brennstoff on-site, online kann man sogar sagen, aufgearbeitet wird. Die Wärme wird dann abgenommen in einem Sekundärkreislauf und dann geht das an die üblichen Turbinen. So, das ist ein sehr sicheres System und lief jahrelang sehr erfolgreich. Man hatte natürlich Korrosionsprobleme, das wollte man auch untersuchen. Die waren aber im Wesentlichen gelöst worden. Also die Vorteile sind hier aufgelistet. Es ist auch bootfähig für Thorium, es ist inhärent sicher. Es hat benötigt nicht diesen externen Brennstoffkreislauf, sondern man kann alles intern und sehr kompakt machen. Nachteile ist jetzt speziell bei dem Flüssigsalzreaktor dieser Art, dass Brenn- und Kühlflüssigkeit vereint sind. Das heißt, die Flüssigkeit muss zwei Funktionen auf einmal erfüllen. Sie muss die Wärme aufnehmen, die bei der Kernspaltung entsteht, aber sie muss auch den Brennstoff bereitstellen und sie kann leider nicht genug Wärme oder nicht schnell genug die Wärme aufnehmen. Und die Folge ist, dass man den Brennstoff verdünnen muss und dadurch wieder die Leistungsdichte verringert wird. Und das ist einer der Nachteile. Die Leistungsdichte ist gering. Gut, hier ist das zweite Experiment der zweite Reaktortyp, der aus diesem Aircraft Propulsion Experiment hervorging, der natriumgekühlte Reaktor. Ich zähle hier nur schnell die Vorteile auf. Hohe Urannutzung, ja, denn er kann ja brüten. Er kann sich auch sein eigenes Material aus dem Brennmaterial nachbrüten. Er hat eine sehr effektive Restzerfallswärmeabfuhr und eine hohe Leistungsdichte. Aber er hat viele Nachteile, leider. Natrium ist sehr reaktiv. Das kann man zwar handhaben, aber dadurch wird das Ganze teuer. Also auch der heutige russische BN-600 hat eine doppelwandige Verschalung und Natrium ist halt sehr reaktiv. Da muss man sehr aufpassen. Und es kann auch temporären positiven Temperaturkoeffizient haben. Das heißt, solche Leistungsexkursionen sind möglich, aber nur im beschränkten Maß natürlich. Die Kosten insgesamt sind etwa doppelt so hoch wie beim Druckwasserreaktor. Also das ist schon ein deutlicher Unterschied. Entwickelt wurde das weiter, nachdem dieses EBR-1-Experiment in den USA durchgeführt wurde von GE Hitachi. Und die wollten dann den Prismenreaktor entwickeln. Haben sie bis heute nicht gemacht, sondern haben sich jetzt offenbar mit TerraPower zusammengetan, um jetzt einen weiteren natriumgekühlten Reaktor zu entwickeln. Also das ist diese Entwicklungslinie in Deutschland. Das kennen wir ja, wurde der in Kalka, der schnelle Brüter, gebaut. Und da wurde dann ein Vergnügungspark draus gemacht. Der ging nie in Betrieb. Also das ist eine etwas traurige Entwicklung. Ja, hier ist nochmal gezeigt, wie das Experiment durchgeführt wurde. Also das ist der erste stromerzeugende Reaktor, ist tatsächlich ein natriumgekühlter Reaktor gewesen. Gut, jetzt gibt es noch den bleigekühlten Reaktor. Das haben die Russen oder die Sowjets entwickelt für ihre U-Boote, die dadurch so schnell wurden, dass sie den amerikanischen Torpedos entkommen konnten und die Amerikaner wieder nachrüsten mussten. Das wird heute auch weiterentwickelt als SVBR 1000. Und die Russen sind da auch vorne bei der Entwicklung von bleigekühlten Reaktoren. Ist im Prinzip genauso wie der natriumgekühlte, nur eben mit Blei. Das macht vieles einfacher. Und das ist noch als weiteres Konzept. Auch in Deutschland lief dieser Reaktor, der Hochtemperaturreaktor, wobei eigentlich weniger die Temperatur hier ausschlaggebend ist, sondern die Art des Brennelements, nämlich in Kugelform. Das ist ja dann so ein bisschen wie ein Flüssigkeitsreaktor. Man kann also während des Betriebs die Kugeln austauschen, was einen riesen Vorteil darstellt. Und kann durch die Gaskühlung auch eine sehr hohe Temperatur erreichen. Und das war auch die Absicht in den 80er Jahren, dass man dadurch synthetische Fuels erzeugen kann, weil das mitten in der Ölkrise war. Nachteil ist eben, dass die Leistungsdichte wirklich extrem niedrig ist. Das ist ein Riesenbauwerk und man braucht feste Brennelemente und hat eine sehr aufwendige Regelung des Reaktors. Also alle diese Konzepte haben Vor- und Nachteile. Jetzt noch ein letztes Konzept, das ist aber eigentlich kein neues Reaktorkonzept, sondern ist nur eine Verbesserung des konventionellen Teils, der dann den Strom erzeugt, ist die Verwendung von superkritischem Wasser statt normalem Wasser. Das ist einfach ein besonderer Aggregatzustand des Wassers. Na, zurück geht nicht? Doch. Bin ich gleich zwei Folien übersprungen. Ein besonderer Aggregatzustand des Wassers, bei dem man diesen kritischen Punkt überschreitet und man beide Phasen gleichzeitig hat, flüssig und dampfförmig, und vereint damit die Vorteile von der angenehmen Eigenschaft, viel Wärme aufnehmen zu können und der Eigenschaft von Wasser, Turbinen antreiben zu können, indem es sich ausdehnt. Also wenn man den Druck dann noch weiter erhöht, kann man diesen kritischen Punkt überschreiten. Gleiches ist auch möglich mit superkritischem CO2. Die heutigen Kohlekraftwerke, wenn ein neues Kohlekraftwerk in Betrieb geht, ist es auch schon oft mit superkritischem Wasser betrieben.
Gut, hier ist das nochmal zusammengefasst. Also man sieht hier in der Historie die Reaktorkonzepte der Generation 4, wie man das heute zusammenfasst, liefen alle schon in der Vergangenheit. Sogar teilweise der Natriumgekühlte fast die ganze Zeit immer irgendwo auf der Erde. Und der Flüssigsalzreaktor sporadisch, aber er lief auch. Heutzutage läuft kein Flüssigkeitsreaktor irgendwo. Diese Generationeneinteilung, die bezieht sich hauptsächlich auf Druckwasser- oder Siedewasserreaktoren und verschiedene Verbesserungen, die man da durchgeführt ist. Neue Konzepte oder noch nicht kommerziell genutzte Konzepte kommen erst in der Generation 4. Das sind diese 6 Konzepte. Also im Jahr 2000 hat sich das sogenannte Generation 4 Forum gegründet und diese 6 Konzepte auserwählt als die, die leider nicht zur kommerziellen Reife entwickelt wurden, aber wert sind, doch weiterentwickelt zu werden, aber eben nicht zum Zuge kamen. Und das Generation 4 Forum, so eine Art zwischenstaatliches Panel, hat sich dafür zusammengeschlossen. Deutschland ist nicht dabei, aber indirekt über Europa. Und diese Konzepte sollen also weiterentwickelt werden. Ich wollte noch ein Beispiel geben, wie typischerweise so ein Reaktorkonzept heute aussieht. Das ist also TerraPower und auch da sieht man, das ist nichts wirklich Neues. Die haben, wie gesagt, sich mit GE Hitachi zusammengetan und entwickeln jetzt einen kleinen natriumgekühlten Reaktor. Das Ganze wird jetzt kombiniert mit Salzspeichern und meine Kollegen und ich, wir fragen uns, was soll das? Warum macht man das? Man kann auch den Reaktor selbst regeln. TerraPower begründet es damit, dass damit auch Windenergie gespeichert werden kann und bieten das als Hybrid an, dass also hier jetzt Kernenergie mit Windenergie kombiniert werden kann und man glaubt es nicht, sie haben dafür enorme Fördermittel bekommen in den USA. Ich glaube, das waren hunderte Millionen Dollar. Meine Kollegen und ich, wie gesagt, wir verstehen das Konzept nicht und überhaupt ist TerraPower schwer verständlich, was die nun für ein Konzept letztendlich haben wollen. Sie haben angefangen mit dem Laufwellenreaktor, festgestellt, dass das eigentlich nicht baubar ist, haben das dann in einen natriumgekühlten Reaktor verwandelt und gleichzeitig propagiert, dass sie jetzt einen Flüssigsalzreaktor entwickeln wollen, aber das ist bis heute auch noch nicht von ihnen entwickelt. Und jetzt kommt das eben als neues Konzept, das diese Fördermittel bekommen hat. Also auch bei diesen kleinen modularen Reaktoren, wie man die allgemein nennt, wenn man sie einfach etwas kleiner baut, sind nicht immer die Konzepte gut erkennbar, aber sind nicht wirklich Neuentwicklungen. Und deshalb komme ich jetzt zum Dual-Fluid-Reaktor. Das ist eine Neuentwicklung. Wir können uns damit brüsten. Wir haben das auch als Patent angemeldet und es ist überall jetzt bereits akzeptiert in den Ländern, wo wir es angemeldet haben. Der Trick ist beim Dual-Fluid-Reaktor, dass man nicht die Wärme mit der gleichen Flüssigkeit abführt, sondern diese Funktion wieder auftrennt. Das heißt, wir haben hier eine Schleife, wo der Brennstoff durchgeht. Und wir haben getrennt davon eine Schleife, wo das Blei diese Röhren, wo der Brennstoff durchgeht, umspült. Man kann also sagen, der Reaktorkern ist der erste Wärmetauscher bereits. Und dadurch ergeben sich solche Effizienzvorteile, das werde ich gleich zeigen, die sind wirklich enorm. Ja, irgendwas stimmt hier mit dem Mikrofon nicht. Ah, Sie biegen es ein bisschen weg. Okay, danke. Gut, das ist jetzt, wie das Kraftwerk aussehen würde. Also das ist hier wieder der Reaktorkern, hier ist die Schleife und hier findet die Aufbereitung des Brennstoffs statt. Das heißt, der Brennstoff geht hier in einer Loop in eine kleine Aufbereitungsanlage und wieder zurück in den Reaktor. Und das erlaubt es, dass man während des Betriebs den Brennstoff immer auf die optimale Mischung zubereitet. Und dadurch erreicht man im Grenzwert einen 100-prozentigen Abbrand und vermeidet dadurch auch den Atommüll. Und die Kühlung durch das Blei ist gleichzeitig auch effektiv und das Blei schirmt auch gut vor Strahlung ab, weil es ist auch nicht so korrosiv, weil es ein reines Blei ist, kein Blei-Wismut-Eutektikum. Und das ist eine sehr effektive Wärmeabfuhr. Natürlich hat man hier Korrosionsprobleme, aber der Riesenvorteil ist, und das werde ich in diesem Diagramm mal kurz vorwegnehmen, der Riesenvorteil ist, der Reaktorkern kann dadurch wirklich sehr klein gebaut werden. Wir haben eine hohe Leistungsdichte. Das heißt, wir brauchen ganz wenig Strukturmaterial nur im Kern. Und das ist eigentlich der Knackpunkt hier beim Dual-Fluid-Prinzip. Durch dieses wenige Material, das wir brauchen, können wir eigentlich bei der ganzen Industriepalette von hochwertigen Materialien die aussuchen, die eine hohe Korrosionsbeständigkeit haben. Und die gibt es. Die sind bloß heute nicht so üblich in der Reaktorindustrie, weil eben alle Reaktoren viel größer sind. Und da ist das ein erheblicher
erheblicher Kostenfaktor. Bei diesem System ist das eben kein Kostenfaktor mehr. Und das heißt wiederum, dass wir mit der Temperatur auf 1000 Grad Celsius hochgehen können. Müssen wir auch, denn sonst schmilzt das Salz oder das Metall, das Uranmetall als Brennstoff gar nicht. Und damit wird es aber auch gleichzeitig ein Hochtemperaturreaktor. Und das eignet sich zu Wasserstoff und synthetische Fuelproduktion. Und auch der elektrische Wirkungsgrad steigt natürlich dann enorm an. Und insgesamt führt das beides trotzdem zu niedrigeren Kosten. Also das ist das Prinzip, was das Ganze so attraktiv macht aus unserer Sicht und weswegen wir das auch umsetzen wollen. So, ich gehe jetzt nochmal eine Folie zurück. Das ist nochmal der Reaktorkern. Ich wollte darauf hinweisen, Sie können das auf unserer Webseite auch gerne in einer Simulation in 3D angucken und anklicken. Da kann man die Kreisläufe so ein bisschen sehen. Es ist ein bisschen schwer, grafisch zu zeigen, wie dieser thermische Kontakt zwischen Brennstoff und Kühlflüssigkeit im Reaktorkern erreicht wird. Also das Grüne hier ist der Brennstoff, das Blaue ist die Kühlflüssigkeit, das Blei. Und ja, hier ist das sogenannte Plenum, das Salz oder das Metall als Brennstoff geht hier rein in ein System von Löchern und hier findet in dem Plenum eine Invertierung statt. Was oben Löcher sind, sind hier Rohre und unten wieder Löcher und umgekehrt, was oben Rohre sind, wird hier zu Löchern und umgekehrt. Das heißt, auf diese Weise erreicht man, dass hier im Mittelteil, wo der Reaktorkern kritisch wird, das Blei die Röhren von der Brennflüssigkeit umspült und die Wärme abtransportiert. Ja, wie groß ist jetzt der Erntefaktor von diesem System? Wir haben es ausgerechnet. Das kann man, also der Entwicklungspfad, wie man da hinkommt zum Dual-Fluid-Reaktor, ist ein langer Prozess, aber den Serienreaktor, den möglichen, kann man allein aufgrund des Materialgehalts sehr gut abschätzen. Und wir kommen mit dieser Abschätzung auf einen Erntefaktor von etwa 2000, je nach Modell. Man kann das, wir preisen ja im Moment auf der Webseite auch den kleinen modularen Reaktor an, das war jetzt für den Großreaktor. Und wir haben auch zwei Brennstoffsysteme, früher hatten wir eher das Flüssigsalz propagiert, jetzt machen wir es mit der Metallschmelze, die eigentlich sogar noch effektiver funktioniert. Garantieren können wir einen Erntefaktor von mindestens 1000 für das kleinere Modell, also für diesen für diesen kleinen modularen DFR 3 oder Dual Fluid Reaktor 300, mit 300 Megawatt elektrischer Leistung. Es geht allerdings auch hoch bei den großen Modellen bis zu 5000. Das kann man relativ einfach berechnen. Also das wäre ein echter Sprung, in der man kommt diesen Faktor 1 Million immerhin schon etwas näher und es gibt tatsächlich auch eine theoretische Grenze für die Effizienz von Kerntechnik, nämlich da, wo die Uranförderung auf ein Minimum beschränkt wird und keine andere Energie mehr reingesteckt werden muss. Die theoretische Grenze liegt bei einem Erntefaktor von 10.000. Also wir kommen mit von 1000 bis 5000 schon näher an diese 10.000 ran. Gut, das war schon erklärt, das ist nochmal der Erntefaktor. Hier sind noch die Anwendungen zum Schluss. Also es ergibt sich eine ganze Vielzahl von möglichen Anwendungen und wir haben auch die möglichen Kosten ausgerechnet und durchaus sind auch bei Hydrazin kombiniert mit Hydrazin-Treibstoffe sind durchaus konkurrenzfähig, wenn man das pro Energiegehalt rechnet mit heutigen Spritpreisen. Man kann das also vielfältig einsetzen und man kann sogar Hydrazin zum Beispiel für Elektromobilität einsetzen. Aber Ausgangsstoff ist ja immer Wasserstoff und der Wasserstoff ist hier durchaus konkurrenzfähig herstellbar, im Gegensatz zu Windenergie, wo das ein Vielfaches der heutigen Wasserstoffkosten wären. Darauf wollte ich auch noch mal hinweisen. Gut, jetzt zum Unternehmen selbst. Ich muss mal auf die Uhr gucken. Ach ja, das kommt ganz gut hin. Also wir arbeiten ja schon etwa 10 Jahre an diesem Reaktorsystem und haben alles, was man auf dem Papier machen kann, eigentlich schon getan. Wir haben auch Berechnungen angestellt, wir haben uns die validierten Codes besorgt, die man auch üblicherweise dafür benutzt. Wir haben das im Rahmen unseres Instituts für Festkörperkernphysik gemacht erst und das Team ist gewachsen mit der Zeit und immer mehr. Wir haben einen Ingenieur, wir haben einen Reaktordynamiker und letztes Jahr hatten wir dann gesagt, jetzt müssen wir das endlich in die kommerzielle Phase umsetzen und hatten dann zum Glück auch den Titus Gebel mit an Bord, der geschäftserfahren ist. Und wir haben dann zusammen die Dual Fluid Energy Incorporated in Kanada gegründet am 23. Januar. Anfangs waren wir dann etwa 12 Gründer. Dann wurde das schnell erweitert auf die ersten Investoren. Und jetzt sind wir 75 Aktionäre.
die Großinvestoren sind natürlich noch drin. Und wir haben ein Seed-Kapital von 4,3 Millionen Euro eingesammelt. Damit kann man natürlich noch keinen Reaktor bauen, aber damit kann man erstmal arbeiten. Und unser Plan ist es natürlich, eine Kapitalerhöhung in etwa anderthalb Jahren zu erreichen, eine viel höhere Bewertung. Und dazu müssen wir etwas vorweisen und das versuchen wir in dieser Seed-Phase zu machen. Wir sind da auch schon in Kontakt mit kanadischen Behörden, denn in Kanada sind die Bedingungen wirklich sehr gut, dort Reaktoren zu bauen. Die Förderung sieht dort so aus, dass die Institute, die irgendwas mit Nuklear machen, angewiesen sind, diesen kanadischen SMR-Roadmap-Plan zu unterstützen und die neuen Unternehmen, die Start-ups, ja nicht direkt zu fördern, aber auf jeden Fall wohlwollend zu begleiten. Und nebenbei gibt es auch noch jede Menge Industrieförderungen für solche Projekte. Und wir sehen da eigentlich die besten Chancen. Das war mit ein Grund, das in Kanada zu gründen, das Unternehmen. Ein zweiter Grund ist, dass ja, natürlich allgemein die Nuklearstimmung dort anders ist. Übrigens in Vancouver ausgerechnet nicht so sehr. Also British Columbia, diese Provinz ist eher noch, sagen wir mal, mehrheitlich gegen Kernenergie eingestellt, aber alle übrigen Provinzen nicht. Und ja, ein weiterer Grund ist auch, dass die Aktionärsstruktur und die Gestaltung der Aktionärsverträge dort flexibler ist, sage ich mal. Also man kann sowas wie Super Voting Rights haben und wir haben konnten auf diese Weise doch die breite Mehrheit noch behalten. Müssen wir auch, denn wir wollen ja letztendlich in den Milliardenbereich kommen, um einen Reaktor auch wirklich dann bauen zu können. Man kann allerdings einen Testreaktor auch schon für wenige zig Millionen Euro bauen und das überlegen wir uns gerade. So, ja, dann danke ich erstmal und ich würde jetzt alles Weitere auf den Fragenteil verschieben, damit wir auch ein bisschen Zeit sparen vielleicht. Okay, vielen Dank erstmal. Ja. Das war ordentlich gut. So, Fragen da, ja, dort. Ja, ich muss sagen, ich spreche mit Sentiment, mit Gefühl. Ich war nämlich sehr verbunden vor vielen Jahren mit der Firma Interatom. Und Sie wissen, was ich meine. Dort ist der Hochtemperaturreaktor entwickelt worden, der schnelle Brüter, Salzschmelzenreaktoren, Sonnenkraftwerke, Photovoltaiksysteme, alles dieses ist entwickelt worden. Und ich bin mit großer Wehmut, denke ich, daran, wenn ich Sie sprechen höre. Auf der anderen Seite, und das überwiegt, freue ich mich unheimlich, mit welchem positiven Engagement und mit welcher guten Laune Sie an die Entwicklung der Dinge herangehen. Ich wollte nur sagen, das ist mit Deutschland schon mal unterwegs gewesen, es ist aber abgebrochen worden. Und ich glaube, Herr Farnhold hat heute gesagt, also 2011, da ist der Ausstieg aus der Kernenergie beschlossen worden. Nein, nein, das war nicht so, sondern das war, sage ich mal, 1980 oder sowas, da ist der schnelle Brüter durch Behörden zu Tode genehmigt worden. Man hat dann dort sogar den Ausdruck geprägt dann bei der Firma Interatom, ein Kalka, also die Zeiteinheit ein Kalka, das war ein Jahr Bauverzug pro Jahr. Ne? Ja. Und das wurde vom Ministerium systematisch betrieben. Also Man hat dort angefangen, den Ausstieg systematisch vorzubereiten. Ja, vor allem, man muss sich die Ingenieure vorstellen, die ihr ganzes Herzblut da reingesteckt haben und dann wird das auf diese Weise abgesägt. Das ist, fand ich einen unfassbaren Vorgang. Vor allem dann noch einen Vergnügungspark draus zu machen. Ich werde gemahnt, ich darf nicht so lange, ich wollte nur sagen, das ist das, was ich erlebt habe, persönlich erlebt habe. Und ich habe große Angst mit dem, was wir jetzt erleben, mit der Klimasituation, dass wir wieder in so ein Thema hineinkommen, möglicherweise sogar schneller als die 30 Jahre, die es gedauert hat, bis man damals angefangen hat mit dem Kalka-Reaktor, um dann 2011 den endgültigen Ausstieg dann zu beschließen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich freue mich darüber, dass Sie an sowas Dankeschön. Arbeiten können. Ja, hallo Herr Hopper, ich bleibe mal ein bisschen optimistisch, weniger wie es der Vorredner sieht, sondern nehmen mal an, Deutschland wäre so wie Frankreich aufgestellt, noch. Das heißt, da laufen noch die Kernreaktoren, die konventionellen, da sind die Behörden offen, da gibt es noch die kerntechnische Industrie und die Forschung. Und dann kommen Sie mit Ihrem Konzept und ich hätte gerne von Ihnen gehört,
Unter diesen Voraussetzungen, wie würden sich denn die nächsten 20, 30 Jahre dann in Deutschland ermöglichen? Danke. Okay, es wabert hier so ein bisschen dumpf, der Sound, deswegen habe ich nicht alles verstanden, aber ich habe Sie soweit verstanden, also in Frankreich ist ja eigentlich noch die Kernenergie intakt und es gibt Behörden und dort wird auch geforscht. War jetzt die eigentliche Frage, ob wir in Frankreich zum Beispiel unser Glück suchen sollten oder was war die Frage? Ja, direkt ist vielleicht besser, ja, ich habe es... Unter der Annahme, wir hätten die Verhältnisse wie in Frankreich. Unter der Annahme, wir hätten die Verhältnisse wie in Frankreich. Ja. Unsere Kernkraftwerke, die konventionellen, würden doch laufen. Hm. Und dann müssten wir neue Reaktoren sukzessive reinbekommen, ja. Eine neue Entwicklung. Egal, rein fiktiv. Ja, ist die wie Frage. Können Sie sich diese Entwicklung vorstellen im Übergang? Hm. Also wir haben die Erfahrung gemacht, zumindest in Frankreich, wenn man da erstmal was hat, ist man eigentlich noch träger, was zu ändern. Klar, in Frankreich gibt es Forschung. Es gab ja auch Phoenix, Super Phoenix und auch dort forscht man mit einem Flüssigsalzreaktor. Aber das sind immer so auf Millionenniveau und man will nicht wirklich was entwickeln. Und wir hatten auch Gespräche mit Framatom und Areva und wir hatten auch hier in Deutschland mit RWE Gespräche und E.ON, die ja noch, das war jetzt vor Jahren, noch aktiv die Kernkraftwerke richtig betrieben haben. Trotzdem wollen gerade solche Firmen wenig Neues wissen. Also die wollen ihre normalen Druckwasserreaktoren weiterfahren. Ich sehe das sogar so ein bisschen als Chance. Man wird sowieso wieder einsteigen in Deutschland. Das ist sicher wie das Amen in der Kirche, da bin ich überzeugt. Die Frage ist, ob das nun in 3 Jahren oder in 10 oder in 20 Jahren, wann es eben so richtig knirscht im Portemonnaie. Ne? Aber die Frage ist, wenn man jetzt dann die alten Druckwasserreaktoren wieder verwenden würde, würde es ja länger dauern. Insofern ist es eigentlich sogar ganz gut, dass neue Konzepte jetzt mal zum Zuge kommen. Ja? Und das zeigt sich ja auch, die Anti-Atom-Bewegung weltweit hat ja jetzt vor allem eins bewirkt, dass man neue Konzepte entwickelt, weil die alten jetzt verbrannt sind. Ja? Also da ist es schwierig zu argumentieren, weil die Leute immer an, auch wenn es jetzt bei Weitem nicht so gefährlich war, wie das in den Medien dargestellt wird, aber bei Fukushima und Tschernobyl wird ja immer argumentiert so. Und es ist ja auch einmalig in Deutschland, dass man eben auch sowas unterbunden hat. Durch die Gesetzgebung hat man ja die Nutzung einer der 4 Naturkräfte praktisch unterbunden. Ja? Und auch wenn es ein ganz anderes Konzept ist, hätte man jetzt in das Atomgesetz geschrieben, Druckwasserreaktoren dürfen nicht mehr länger genutzt werden, ja, wäre das ja noch irgendwie begründbar gewesen. Aber warum man das komplett verboten hat, ist schwer nachzuvollziehen. Erstmal herzlichen Dank, dass Sie sich dafür so einsetzen. Ich bin ein großer Fan von Flüssigsalzreaktoren und das haben Sie mir jetzt gerade vorgezeigt, dass es wirklich auch andere Technologien gibt. Bei den Flüssigsalzreaktoren gibt es ja die Möglichkeit, die Endspaltprodukte auch zum Beispiel für medizinische Sachen noch zu benutzen. Richtig. Gibt es diese Möglichkeit bei Ihnen auch? Und die Flüssigsalzreaktoren werden ja, also ich habe gehört, Indien ist natürlich unglaublich stark daran interessiert und international gibt es da unglaublich viel. Wie sehen denn da die internationalen Investitionsmöglichkeiten aus? Also witzigerweise war das sogar der Anlass, den Dual-Fluid-Reaktor zu entwickeln. Also es gab vor etwa 10 Jahren weltweit eine Molybdenkrise. Da hatte man diese medizinischen Radioisotope, weil es wurde für Nordamerika in einem Reaktor hergestellt und in Europa. Und die waren beide im Wartungszustand. Und dann hat man plötzlich gemerkt, huch, das Zeug zerfällt ja. Und nach einer Woche hatte man dann plötzlich nur noch die Hälfte von dem Molybdän-99. Und sie finden in jedem größeren Krankenhaus diesen Radiotracer in sogenannten Technetium-Generatoren. Und da hat man sich angefangen, Gedanken zu machen, wie kann man das anders erzeugen. Und aus diesen Gedankengängen, da war ich noch am Triumph National Lab und hatte mit Kollegen auch überlegt, ist die Idee entstanden, das mit einem Beschleuniger zu machen und später dann vielleicht sogar mit einem Beschleuniger und Neutronenverstärker, was eine flüssige Uranummantelung wäre. Und am Schluss stellte sich dann raus, das Ganze ist am effektivsten, wenn man den Beschleuniger weglassen. Und das war dann der Dual-Fluid-Reaktor. Und den haben wir dann zum Patent angemeldet. Also das ist genau aus dieser Krise heraus entstanden. Und deswegen ist natürlich der Reaktor immer noch sehr gut geeignet. Ein einzelner Reaktor könnte im Grunde schon die ganze Welt mit Molybdän-99, mit diesem Radiotracer versorgen. Ja, und dann hatten Sie noch gefragt zu der Industrie, ob die interessiert ist. Oder was war die Frage nochmal? Ja.
Ja, Entschuldigung, das ist immer das, das Mikrofon da lassen. Ich verfolge halt sehr stark die Molten Salt Reactor Community und ja, da gibt es halt wirklich unterschiedlichste Reaktortypen, die da schon entwickelt haben, und dann haben die auch welche Geschäftsbereiche, die im Kirk Sorensen, den Sie vielleicht schon mal gehört haben, aufgetan haben im Endeffekt, und das ist ja so, das ist ja wirklich, weil in den ganzen Entwicklungsländern unglaublich hoher Bedarf. Und ich meine, Deutschland wird die nächsten 5 Jahre wahrscheinlich brach liegen, wie Sie schon gesagt haben. Also ich meine jetzt speziell Molten Salt Reaktoren, ja. Es gibt ja verschiedene Start-ups. Es gibt ja einmal, TerraPower hatte ich schon erwähnt, die haben das mit im Sortiment, ja, aber noch nicht entwickelt. Aber entwickelt hat es tatsächlich schon die kanadische Firma Terrestrial Energy. Also die haben schon eine Vorlizenz bekommen. Das wollen wir jetzt auch bekommen. Und dann gibt es noch Moltex zum Beispiel, aber das ist kein wirklicher Flüssigsalzreaktor. Die Chinesen haben ja vor kurzem auch so einen Thoriumreaktor angeblich nicht in Betrieb genommen, aber die wollen das jetzt. Aber das ist, sind im Grunde alles mehr oder weniger Nachbauten dieses Molten Salt Reactor Experiments vom Oak Ridge National Lab. Also das heißt, auch die haben die Probleme immer noch der geringen Leistungsdichte. Und das ist dann in dem Sinne keine Neuentwicklung wirklich. So, jetzt haben wir noch 2 Wortmeldungen auf dieser Seite und dann noch 2 hier. Und ich denke, dann sollte es reichen. Herr Ruprecht, wenn bei Ihnen alles optimal liefe, was ist dann der Zeithorizont bis ein erster echter, also nicht ein Probereaktor, ein richtiger Industriereaktor laufen könnte? Ich habe hier irgendwie ein akustisches Problem. Es kommt immer so dumpf an. Nein, das ist mein Schweizerdeutsch. Ich versuche es noch einmal. Ja, ich sage ja akustisches Problem. Was ist der Zeithorizont? Der Zeithorizont, wenn, ja. Wenn bei Ihnen alles optimal läuft, wann geht der erste Reaktor ans Netz? Okay, also es gibt natürlich verschiedene Zeitpläne, denn es hängt immer vom Geldeinsatz ab. Also man ist ja auch in wenigen Jahren auf dem Mond gelandet, als man sich das vorgenommen hatte. Unser normaler Zeitplan, den wir für das günstigste Verhältnis von Geldeinsatz zu Entwicklungsdauer halten, ist 10 Jahre. Das heißt, man würde jetzt anfangen, ein Labor aufzubauen, würde dann als nächstes Pläne machen für einen Prototypenbau und dann würde man den bauen und testen und dann schließlich in die Serienproduktion gehen. Das würde etwa 10 Milliarden Euro kosten und 10 Jahre dauern, grob gesagt. Man kann es beschleunigen, indem man jetzt also das zu einem nationalen oder internationalen Programm macht und sagt, wir wollen in 5 Jahren oder so den Reaktor schon am Laufen haben, könnte man schaffen, dann kostet aber jetzt nicht doppelt so viel, sondern dann kostet eher so 5-mal so viel, weil man dann wirklich parallel mehrere Tests machen muss und auch auf Verschwendungen fahren muss, so ähnlich wie man das auch bei den Triebwerksentwicklungen der Saturn-Raketen zum Beispiel gemacht hat. Also das wäre machbar, aber wenn man jetzt mal die Kosten betrachtet, ich meine, jetzt planen wir 10 Milliarden Euro, das ist ein halbes Energiewendejahr in Deutschland, ja, was das kostet. Mehrere zig Milliarden wären kein großer Unterschied. Also man kann das schaffen, wenn man will. Aber wir suchen halt nach Investoren, wir wollen das privat machen und da ist das erstmal die Rechtfertigung. Aber es gibt in Kanada tatsächlich die Möglichkeit, schnell einen kritischen Demonstrator zu bauen, der dann eben nicht auf Serienproduktion ausgelegt ist, aber damit könnten wir endlich das Prinzip auch demonstrieren. Also das ist ein Plan, den wir tatsächlich jetzt parallel verfolgen zum normalen Entwicklungsplan. Wie groß ist der Reaktor, vor allem der kleine 300 Megawatt, den man ja lokal einsetzen könnte? Ja, gute Frage. Soweit ich gelesen habe, können Sie ja mit Uran-Thorium und letztendlich auch Plutonium oder Atommüll betreiben. Muss das verschieden ausgestattet werden? Und die dritte und letzte Frage ist, ich habe gelesen, nach 300 Jahren ist alles abgeklungen, was ja hauptsächlich die minoren Aktinide betrifft. Die Spaltprodukte, kann man die auch sozusagen noch letztendlich mit physikalisch entsorgen und würde dadurch die Abklingzeit noch kürzer werden? Ja, also alles 3 sehr gute Fragen. Also erstmal die zweite Frage, ja, man kann alles brennen. Das hängt jetzt nur von der PPU ab, das heißt dieses Gebilde, was hier außerhalb steht, also das hier, das kann immer, da kann man alles im Grunde reinschmeißen und das bereitet immer die am besten am besten brennbare Mischung zu. Also auch mit Thorium würde das gehen. Es ist sogar ein sehr guter Thoriumbrenner, weil er ein sehr hartes Neutronenspektrum hat. Zur Größe muss ich wieder vorgehen. Für den 3 Gigawatt thermisch oder 1,5 Gigawatt elektrisch ist dieser innere Bereich, also der eigentliche Kern,
ist ein Zylinder mit 3 Meter Höhe, 3 Meter Durchmesser. Für den kleinen modularen Reaktor, der hat 600 Megawatt thermisch, 300 Megawatt elektrisch, haben wir etwa ein bisschen mehr als 1 Meter Durchmesser und Höhe. Für den kritischen Demonstrator, den kann man fast schon in den Koffer stecken, nur noch 60 Zentimeter Durchmesser. Ja, also das sind so die Maße etwa. Und waren das jetzt alle Fragen? Ich glaube, irgendwas Drittes war noch. War es im Prinzip. Okay, danke. Die Systeme, die Sie vorgestellt haben, arbeiten alle nach dem Prinzip der Kernspaltung. Wie sehen Sie das Thema der Kernfusion? Also ich finde Kernfusion eine wunderbare Entwicklung. Allerdings ist hier das Problem, dass man immer noch in der Grundlagenforschung ist. Ja? Und es ist nicht abzusehen, wann man das wirklich kommerziell nutzen kann. Also selbst wenn es jetzt gelingen sollte, diesen Plasmaeinschluss zu verlängern und diese Parameter zu verbessern, ist ja immer noch die Frage, wie groß ist am Ende der Erntefaktor. Also diese Rechnung vermisse ich noch und nach groben Schätzungen ist der also immer noch unterirdisch. Das müsste man also noch bis zur kommerziellen Reife entwickeln und das dauert ja auch noch mal eine ganze Zeit. Also es gibt aber auch andere Methoden, die nicht schlecht sind. Also man muss ja nicht immer alles auf den Stellarator und Wendelstein fokussieren. Man kann das ja auch mit anderen Einschlüssen das Plasma aufheizen, wie zum Beispiel die Fusortechnik oder der Kollege Hass, oder wie heißen Sie nochmal, hatte gerade hier ein interessantes Konzept vorgestellt, wie man über elektrische Felder letztendlich diesen Plasmaeinschluss erreicht. Also es gibt verschiedene andere Ideen und die sollte man stärker verfolgen, finde ich. Denn da kann sich plötzlich eine Möglichkeit auftun. Übrigens Kerntechnik, also einstweilen kann man natürlich dann die Kernspaltung nutzen und da reichen die Ressourcen auch noch verdammt lange.